Moin, moin und herzlich willkommen zu Loop Hero mit mir, Zellos und Rekurs. Guten Tag. Hallo. Hallo. Wir alle haben das Spiel Darf noch nie ich gespielt. Ja, was willst du? das süße Mädchen da rechts sein in dem Logo? Ich habe da gar nicht hingeguckt. Haha, sollst du hingucken? Ja, das hier ist so ein Indie-Roguelike-Auto-Battler, würde ich mal sagen. Okay. Ich kenne das Spiel, ich habe selber noch nie gespielt, deswegen würde ich erstmal gucken. Oh, geil, ein CRT-Shader. Wollen wir den anmachen? Oh Ja, ne? yeah. Warum nicht? Heldenfarbe wählen, Gesamtlautstärke. Ja, wie gesagt, wäre cool, Zellus, wenn du gleich mal reinhörst, ob es passt. Yep. Und wir starten einfach mal. Ich gehe mal davon aus, dass es erstmal ein Tutorial gibt und wir schauen mal. Klingt Kennt auf ihr jeden das Fall Spiel gut. denn? Nee, gar nicht. Nee, gar nicht, Ich nee. kenne nur Spiele dieser Art, wenn du sagst es so, das ist ein Autorunner, ein Autobattler. Ich kenne so ein paar in dieser Art. Da gab es früher auf dem Handy Trigger Night. Ich weiß aber nicht, ob das jemandem was sagt. Nee. Nee. Und da war es einfach nur die ganze Zeit am Warten, dann ab und zu gab es eine Potion, ab und zu dann ist eine Special durchdrücken und sonst ist der Charakter die ganze Zeit automatisch rumgelaufen und hat gebettelt. Ich hätte gerne dieses Klinkergeräusch ausgemacht, aber naja, vielleicht kommt es ja gleich nicht mehr so häufig. Meinst wegen dem Text jetzt? Ja. Also ich glaube, das Rico, was das Spiel mögen würde, eventuell. Schauen wir mal. Oha. Okay. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre das so ein Dungeon Crawler, so mehr oder weniger. Ja, genau. Ich will gerade noch mal eben gucken, ob man das Dritt-Dritt-Dritt ausstellen kann, weil das regt mich immer auf. Effektlautstärke. Ja gut, das sind alle Effekte, dann lassen wir es drin. Ja. Ja, im Prinzip ist man diese Figur und läuft hier immer im Kreis und du musst mit deinen Decks und Karten hier so Ereignisse bauen. Und die Figur läuft weiter im Okay. Kreis. Hey, cool. So ungefähr. Also ich habe das Spiel mal selber eine halbe Stunde gesehen, wollte es mir dann auch kaufen. War damals, glaube ich, sogar noch im Early Access, aber dann kam halt der Xbox Game Pass und ja. Und jetzt ist es im Xbox Game Pass. Okay. Ah, und jetzt rennt das so herum, alles klar. Genau, da hängt der rum und jetzt werden wahrscheinlich gleich Ereignisse. Achte auf die Tagesverlaufleiste oben im Bild. Wo ist denn die eine? Ach, da gibt es da oben links eine Sonne, habe ich gerade gesehen, ja. Gewöhnlich Sunshine. erscheinen die Gegner am Ende des Tages. Setze deine Reise fort, indem du den Spielmodus wechselst. Okay. Okay. Jetzt müssen, ja genau. Jetzt müssten eigentlich dann Gegner kommen. Reisen, Legendäre kämpfen und die meisten Schleimtypen. anderen Aktionen werden automatisch ausgeführt. Der Spieler kann sie nicht direkt beeinflussen. Drücke A, um fortzufahren. Finde ich gut. Okay. Mach kaputt, Junge! Genau, und jetzt. Ah, jetzt kriege ich irgendwelche Karten. Also das, was er jetzt sagt, lese ich jetzt nicht vor, ich lese nur das Tutorial vor. Du hast einen Inventar und einen Objektplatz. Du weißt, was zu tun ist. Halte RT gedrückt, um zur Gegenstandsauswahl zu wechseln und das Schwert mit A auszurüsten. Rüste das aus, um fortzufahren. Okay. Okay. Aha, okay. Jetzt verstehe ich. Da hat man oben rechts also diesen Item-Slot und genau, du kannst der Landschaft mit Karten, die von besiegten Gegnern übrig geblieben sind, verschiedene neue Dinge hinzufügen. Dafür ist der Modus Planung gedacht. Halte LT gedrückt, um zur Kartenauswahl zu wechseln. Und platziere die Karte, was auch immer ich da jetzt platziere, mit A. Nee, doch nicht mit A. Und den LT, ich sehe da jetzt nicht irgendwie, was das da was heißt. Ach Ich glaube, er so. hat es jetzt schon platziert, oder? Nee. Hey, du bist gerade dabei. Du hast ja so einen Finger, so einen Handschuh. Ja, Ah. genau. Was hab, jetzt habe ich da einfach Wald hingebaut, scheinbar. Okay. Na dann, hast du ein schönes Wäldchen da drin jetzt. Genau, und hier ist das Ich hoffe, das Lagerfeuer, da passiert werde ich jetzt mich hier wahrscheinlich unten. wieder regenerieren, denke ich mal. Ja. Erstmal ein Wildtier klatschen. Das Oh, ist dieser immer ganze so Text, ein. das, also ich finde es ja okay, wenn die hier so viel Text machen, was der Ritter sagt, aber in so Roguelike-Spielen interessiert mich das eigentlich überhaupt nicht. Langdolch. Ich habe doch aber schon ein Schwert. Ja, vielleicht ist er ja besser als dein Schwert. 4 bis 6 ausweichen. Achso, ausweichen, ja gut. Nein, das ist nur ein Ausweichen. Ja, gut, lang ausweichen ist wichtig bei sowas. Ich frage mich jetzt, was das hier mit dem Felsen bringt, wenn ich das baue, aber. Ach, da steht ja. Plus 3 TP. Weitere TP für jeden Felden oder Okay. Berg, okay. Was macht er das? Achso. Plus 1% Angriffstempo. Das heißt, du baust hier im Prinzip so deine Landschaft und der Held läuft die ganze Zeit immer im Kreis. Ist wahrscheinlich so ein Spiel. So kann ich das nicht platzieren. Achso, du musst ich das hier? Nee. Mitten aufs Feld oder außen? Vielleicht eines von diesen grünen Feldern. Ah. Okay. Wäre mir jetzt auch nicht eingeleuchtet an der Stelle. Einige deiner Aktionen bringen die Ressourcen ein, die du später brauchen kannst, aber jetzt noch nicht. Trotzdem solltest du sie bla bla bla, drück für X, okay. Was ist denn so euer Okay. Ersteindruck? Ich meine, ist jetzt schwierig nach ein paar Minuten.
Ja, der Rico ist, der kommt gleich zurück. Also bis jetzt. Achso, Rico ist gar nicht da. Ich habe mich schon gewundert, dass er nichts sagt. Ja, schon disconnected gerade. Okay. Ja, aber sieht schon interessant aus. Ich frage mich jetzt nur, was der Kick dann später wäre. Also wenn dann vielleicht mehr los ist oder wenn du mehr Gegner hast oder wie auch immer. Bin mal gespannt. Du erwägst jetzt ins bequeme Lager zurückzukehren, solange du noch kannst. Gut, dass das Lager so nah ist, dann ist die. Bla bla bla. Du hältst alle Ressourcen. Okay, machen wir einen Rückzug. Ah, okay. Okay. Ein netter Ort für ein Lager. Jetzt werden auch die ganzen gesammelten Ressourcen nützlich. Wer hätte das gedacht? Du besitzt gerade ein Holz und Steine. Das trifft sich gut. Spreche. Was? Errichte mit der Baufunktion ein Lagerfeuer, wenn du im Lager bist, okay? Drücke die Bauen-Taste. Wie mache ich das? Ich komme da nicht hin. Musst du vielleicht A einfach A drücken oder RT oder irgendwie sowas? Ah, jetzt mit RT, genau. Holz. Ich verstehe nicht so wirklich, wie das funktioniert. Ich glaube, dein Kopf ist im Weg. Der würde dir jetzt wahrscheinlich dann unten runter. Nee, ich sehe das ja. Da ist nichts. Okay. Ja, weil da ist noch was zum Bestätigen. Wahrscheinlich drücke irgendwas zum Bestätigen. Ja, warte. Guck. Hallo. Guck. Ich probiere hier gerade Sachen zu platzieren. Mhm. Gar nicht so einfach. Was muss ich denn hier machen? Oder wie soll das funktionieren? Steht es nicht drunter. Drücke die Bauen-Taste. Wähle das Lagerfeuer, platziere es. Ich habe jetzt das Lagerfeuer, ja? Ja, und unten links bei deinem Kopf ist da immer so ein Text. Nein, da ist nichts. Doch, da ist ein Da Text. Steht nur, drücke die Bauen-Taste. Nein. Müsste ich mal in den Raum reinlassen. Ah ja, danke. Ja, ich habe dich zum zweiten Mal hier reingelassen. Und jetzt bist du übrigens wieder laut, Rekus. Ich mache mal kurz die Kamera weg, damit Zellos sehen kann, was da steht. Ja, damit mach mal die Kamera weg. Ja, siehst du, da gibt's einen Bestätigen-Knopf. Ja, den drücke ich, aber das passiert nichts. Ich drücke jetzt die ganze Zeit A. Und dann drück ART und probier mal durch. Klassisch wie bei Videospielzeiten, wo man noch keine Anleitung hatte. Ich habe ja auch keine Anleitung, sie funktioniert ja nicht. Ja, gutes Tutorial. Ansonsten mit der Maus? Ich spiele auf Xbox. So. Drücke die Bauen-Taste, wähle das Lagerfeuer? Ich hab doch auch kein Lagerfeuer. Ja, du musst ja jetzt eins bauen. Ja, ich komme zu dem Bauen ja nicht hin. Ich glaube, du musst da gar nicht hin navigieren, sondern es ist. Nimm einfach mal ein Holz da. Ja, wie? Ich drücke alle Tasten, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ansonsten drückst du einfach mal B, wo du sagst zurück. Einfach mal probieren. Ah, jetzt war ich kurz da. Hä? Wie komme ich? Ja. Okay, man macht es mit B und nicht mit A. Ist deine Konfiguration. Und nicht mit der Bauen-Taste, nee. Was für ein Rotz. Okay, erster Minuspunkt, schlechtes Tutorial. Lagerfeuer, okay. Juhu, wir haben es hingekriegt. Ja, warte erstmal ab. Sag mal, willst du mich verarschen, Spiel? So, jetzt da draufklicken. Ich drücke jetzt A, wie es da steht. Endlich, mein Gott. Herzlichen Glückwunsch, du hast unser schlechtes Tutorial geschafft. Jetzt kannst du deine erste Expedition starten. Und denk dran, die Tasten, die da stehen, sind vielleicht nicht die richtigen. Okay. Steht sogar fast so ähnlich drin, drauf tatsächlich. Das ist der nervige Einführungsding geschafft. Okay, dann machen wir mal eine Expedition, ne? Ja, mach das. Rikus war eben übrigens nicht da, der hatte einen Disconnect, deswegen gucken wir mal. Ja. Dieser Weg ist fast so schlecht für das Tutorial. Was muss ich bloß machen? Nein, wir geben dem Spiel mal eine Chance, ne? Aber. Rikus, was hast du eben alles gesehen, bevor du Disconnect hattest? Genau das Bild gerade eben. Das hier und dann war ich weg. Okay, nice. Du warst gerade am Erklären, dass das irgendwie. Ja, keine Ahnung, ich habe nicht mehr viel mitbekommen. Okay. Du wolltest gerade erklären, was es macht, eigentlich. Mhm. Was ist das? Hungrige Augen folgen durch Löcher, blablabla, Füge kämpfen. Okay. Ja, man hat hier im Prinzip diese Karten mit Boni, sag ich jetzt mal, die man platziert auf der Karte und du läufst dann halt rum.
als Mensch oder als weiße Figur. Und dann besiegst du die Monster und dann kriegst du Items oder vielleicht Platzierungen oder Sachen für... Mach einfach, ich werde mir das aneignen, wenn ich sehe. Okay, das perfekt. Ist am besten. Okay, jetzt hast du ein Schild bekommen und dann lustiges. Achso. Genau, du musst halt so ein bisschen gucken, dass du nicht zu hohes Risiko gehst, weil du dich irgendwann zurückziehst auf Y und dann wieder in dein Lager gehst. Also ist nicht so also roguelike-mäßig bis zum Tod, sondern musst halt ein bisschen gucken. Also wenn du merkst, okay, die Viecher, die werden krasser, dann lieber zurückziehen, ja klar. Also es hat so ein bisschen das Grundprinzip für diesen Roguelikes, dass du an der Stelle nicht zu lange auf der Map bleibst. Ich frag mich nur, und ob was man hat sich der Stein jetzt gemacht, den du da hingesetzt hast? Da steht es. Da steht da. Achso, ihr könnt es nicht klein sehen, weil es wahrscheinlich zu klein ist, ne? Ja. Doch, man sieht es schon. Ich kann es gleich mal wieder vorlesen. Ich sehe nicht so gut. Also hier mit dem Friedhof bringt alle 3 Tage ein Skelett hervor. Heißt das Gegner und der Gegner wird dann besseren Loot geben. Achso. Wiese. Halt zu Beginn jedes Tages 2 HP. Was ist jetzt gebaut, da die Grufe? Ich glaube, wo ich das hinbaue, ist relativ das ist egal. Das ist Friedhof. Lass das du Friedhof, was das war Friedhof, okay. Ja. Danke. Jetzt habe ich hier noch einen Ring. Und der Berg macht irgendwas mit der TP hoch, ne? Hast du auch gesagt? Ja. Okay. Und schade, dass ich nur einen Finger habe, wo ich einen Ring drauf machen kann. Egal. So schade. Meine anderen 9 Finger, die müssen halt ringlos bleiben an der Stelle. Man weiß ja auch nicht, was das für ein Ring ist, von daher. Vielleicht hat er ja eben halt nur 2 Finger, aber hält irgendwie das Schwert, also Respekt. So, das ist plus 3 T, also Trefferpunkte und 3 weitere Trefferpunkte für jeden angreifenden Felsen oder Berg. Angrenzend, Entschuldigung. Ja, ich bin ein bisschen müde. Ich bin ein little bit müde. Golem. Ja, weiß man ja nicht. Golem, ich beschwöre dich. Vielleicht kommen ja auch gleich wirklich Felsen. Nach dem Tutorial würde mich nichts mehr wundern. Ja, selbst nach dem... Ohne Spinne. Beim dritten oder sowas Level kann ich mir schon vorstellen, dass die ersten Golems dann auftauchen. Der gucken wir mal. Das war aus Yu-Gi-Oh, glaube ich, ne? Ja, aus Yu-Gi-Oh, genau. Aber was hat die Rüstung? Kann ich die vergleichen irgendwie? Ja, das ist jetzt das, wo ich mich auch wundere, ob du das irgendwie per Knopf ausgerüstet. Ausgerüstet Max direkt. TP 7, Max TP. 92. Das ist deutlich mehr als deine. Das war auch die Frage, was passiert? Ich will das mal gerade ausprobieren. Wenn ich jetzt einfach mal keine Karte spiele. Ja, dann. Gute Frage. Behältst du die dann oder ist die einfach weg? Okay, wahrscheinlich behält man das Schlachtfeld. Es riecht nach Blut, finde ich gut. Also ich platziere jetzt erstmal alle... Ach, ich muss die vordere zuerst platzieren. Ah, okay. Ich kann jetzt nicht die zweite oder so nehmen. Mhm. Ach, ich habe mir erst überlegt, wo baue ich das hin, damit es schön aussieht. Aber eigentlich ist es auch total wuka. Das ist scheint komplett wunderbar an der Stelle. Was meinst du, Rikus? Ja. Damit es schön aussieht vor allem. Ja, ja eben. Das ist wichtig. Und was ist jetzt? Eine gute Frage. Schlachtfeld. Was ist dieses? Oh. Das hier wohl? Ein Schatz oder so, ne? Das ist wahrscheinlich irgendein Viech mit einem fetten Schatz dabei. Aber erstmal hast du eine Spinne oder was das ist. Wie heißt du dich? Einfach nur durchlaufen? Durch diese Felder. Ich habe irgendwie jeden Tag 2 TP oder sowas. Mhm. Ja. Und hier hast du oben links ja so eine Anzeige. Okay. Genau, so funktioniert das. Ich frage mich, was das hier ist. Okay. Das sehen wir dann. Bin ja vor allen Dingen gespannt, ob die jetzt großartig stärker sind jetzt beim Friedhof, wenn du da durchläufst. Verschwinde, Mensch. Ja, ich bin auch gespannt, wie schwer das oder wie schnell das jetzt ansteigt, weil wir sind ja wahrscheinlich immer noch im Tutorial. Ich skippe jetzt mal diesen Dialog, weil das würde ich wahrscheinlich privat auch machen. Mhm. Oha, jetzt hast du 2 Gegner. Oh no. Vielleicht sterbe ich. Geht nicht mehr aus, ne? Ist womöglich. Wohl, nee. Ach, das schlägt greift beide an, ne? Okay. Die machen aber auch keinen Schaden irgendwie bei dir. Nicht so wirklich, ne? Ja, wir haben der Schleim ist stärker als der scheiß Vampir. Der Schleim hält noch mehr aus, ja. Ja, die Vampire sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Echt mal. Wir haben halt eine fette Rüstung jetzt mittlerweile, ne? Das muss man schon sagen.
Ja, gehen wir einfach mal weiter. Ja, klopf mal weiter hier. Es muss ja gleich irgendwann schwer werden, oder wir spielen jetzt halt direkt durch. Aber was mich auch wundert, Herr Zellos, du warst ja eben beim Tutorial dabei. Der hat ja nur die Ressourcen übernommen. Ich habe jetzt ja noch gar keine Ressourcen bekommen. Ja, ich weiß aber auch nicht, wo du die herbekommen hast. Genau, richtig. Ja, das ist nämlich genau das, was ich mich gerade frage. Das ist eine gute Frage. Guck mal, hier hinten geht's richtig ab. Das sind schon ganz schön viele Gegner. Ja, da darfst du dich gleich durchklopfen, Gleuge. Was mir fehlt, ist die Möglichkeit, das Spiel irgendwie schneller zu machen gerade. Vielleicht klappt das ja später. Und was ist denn diese Y-Taste? Da kommst du ja zurück zu deinem Lager, ne? Das dauert genau, Distanz. Genau. Wir laufen wahrscheinlich einfach nur. Okay. Nee, okay. Da komme ich zurück zu meinem Lager und kann dann alles, was ich gewonnen habe, abgeben. Ach so. Aber Frage ist halt, wenn ich jetzt zurückgehe, ich meine, können wir machen kurz, bevor ich tot bin, ob ich dann überhaupt irgendwas bekomme, weil ich ja keine Ressourcen habe. Ach, ich habe meine Rüstung noch gar nicht. Okay. Das Ausrüsten finde ich ziemlich cool. Das geht, also nicht so viel Blablabla, nicht so viele Stats. Klar sieht es nach vielen Stats aus, aber du hast das hier direkt verglichen und kannst direkt checken, okay, das ist besser. Jetzt habe ich sogar ein Schwert. Oh, der hat der Feuer angegriffen. Nee, den nehme ich nicht. Rat mal. Ich will es nicht wissen. Eine Peitsche war es nicht. Vielleicht war es eine Peitsche. Okay, das ging ziemlich schnell. Das war ein Konter. Da gibt es einen Konterangriff hier. Jetzt geht's richtig ab. Ah, hier! Kampftempo für die Ungeduldigen. Ah, perfekt. Was ist das? Expeditionstempo. Alles volle Kanne. Ja, mal Speedrun, ne? Die wichtigste Funktion erklären die einem erst gar nicht. Wichtigsten Funktion. Was ist das? Für Kämpfen auf dem... Oh, Vampire. Vampire sind gut. Ja, wahrscheinlich ist dieses Platzieren dieser Items in dem Spiel sehr wichtig. Das ignoriere ich gerade so ein bisschen. Ja. Bei vielen ist es, wenn du die aneinander setzt, dass die besser werden. Das ja, richtig. Sein. Genau, bei Felsen und so stand das da eben die ganze Zeit. Mhm. Ui, jetzt kriegst du ja viele Schilder. Für Angriffstempo erhöht finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Was ist das hier? Okay. Naja. Das ist, glaube ich, noch dein einer Ring, den du da. Regeneration oder so, ne? Ja. Signalfelder, ein nutzloser, bla bla bla. Okay. Der Bewegungstempo. Ja, das erhöht auch meine Angriffskraft da, in, wenn ich in der Nähe bin, wenn ich das jetzt nicht gelesen habe. Ah, okay. Was ist das hier? Laterne. Schade, dass du Was meinst du? Es ist schade, dass du das nur dort hinstellen konntest. Du hast kaum Weg drin gehabt in dem Bereich. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel nachher relativ komplex wird und am Anfang jetzt halt erstmal so ein bisschen easy peasy Lemon Squeezy. Eine Mischung aus Tower Defense in so einem Crawler das, irgendwie. Das hat so ein Gefühl von Tower Defense, ne? Dass du jetzt die Dinger so in der Nähe aufstellst, so Aura-Türme oder sowas. Das ist halt umgekehrte Tower Defense. Du bist ja der Typ, der rumrennt und alles wegschießt. Mich wundert, dass ich diesen Schatz hier nicht kriege. Soll ich einmal zurück ins Lager gehen? Wobei, ich mach mal noch eine Runde. Weiß nicht, ob du dann da draufklicken musst an der Stelle, dass Ich kann da ja nicht draufklicken. Ich gehöre das auch einfach zu dem Gebiet dazu. Und kann sein. Im Moment sieht's ja noch nicht so aus, als könnte ich sterben. Von daher... Ja, im Moment bist du ziemlich unkaputtbar. Die Musik ist auch schön entspannt. U3 von den Spinnen ist natürlich... schon eine Hausnummer. Ja, aber kriegen wir trotzdem ziemlich schnell weg. Axt, oh, 8-12, auf jeden Fall besser. Gladius 8-12 ist ja gleich gut. Ich bin fürs Gladius. Okay, du hast mich überzeugt. Ja, das Gladius ist schön. Die Argumente waren einfach gut. Ja, die Argumente waren unschlagbar. Schild, Verteidigung 10 ist auf jeden Fall besser. Nee, bla, bla, bla. Ist ästhetischer. Ja. Ich meine, so eine Streitaxt ist zwar schon schön, aber so ein Gladius. Echt mal. Bam. Max TP 309. Das ist Was macht der Friedhof? Ein Ort für die bringt alle drei Tage ein Skelett hervor. Ich glaube, jetzt wird es aber schon langsam ein bisschen knapp mit unserem Leben. Ja. Regeneration dann vor allem, ne? Regeneration bräuchte man mehr, ja. Angriff sieht gut aus, aber. Ja. Oh. Was ist denn der Ring? Guck mal, der Ring, der ist voll gut, glaube ich. Der leuchtet Gold. Ich würde auch mal gerne meinen Loop ändern, also die Strecke.
glaube, das ist... Regeneration. Wir haben null Regeneration. Ich glaube, ich brauche welche. Ja, ich glaube, das brauchst du. Angriffstempo, reiner Schaden. Ja, leg mal an den Ring. Regeneration, der ist gut. Ja. Aus der HP, Junge. Schildverteidigung 6. Kann ich dir denn irgendwie auch verkaufen? Blockieren. Das zum vielleicht Wegen dann gedrückt Lager. Halten. Ausgerüstete zeigen, blockieren. Ja, das kann sein. Ja. Stand irgendwas mit Vampirismus, oder? Welches meinst du? Bei dem Schild stand irgendwas mit Vampirismus, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob das wie in anderen Spielen ist, wo du dann HP bekommst, wenn du jemanden angreifst. Ich kenne das so, ja. Das ist eigentlich ein Lebensspiel. Könnte ich ja mal probieren. Da ist es eigentlich immer ziemlich übertrieben stark. Oh, ist der goldene Ring weg. Oder? Ja. Aber probieren wir es einfach mal. Vielleicht bringt es ja was. Jetzt wird da langsam eine Landschaft raus hier. Sah es so aus, als hättest du HP bekommen beim Zuschauen. Ja. Definitiv. Ja, wir brauchen mal noch ein paar Spinnies. Ja. 5%ige Chance, einmal am Tag einen Schleim hervorzubringen. Oh, egal. Ja, es sind so viele Sachen, man muss diese Spiele ja dann noch erstmal kennenlernen, aber. Oh, krass. Ui. Ja, aber grundsätzlich. Steht eine Stufe dran, ne? Daneben. Nee, Stufe gibt's doch, nicht. Doch, an den Waffen steht eine Stufe dran. Wo? 2, 3, 4, am Pratt hast du eine 4. Ja, immer. Genau. Direkt am Bildchen. Ach, da! Ah, jetzt sehe ich's. Okay. Also unten links meinst du. Ja, genau. Aber jetzt haben wir ein fettes Schwert, Alter. Moment, sehe ich jetzt gerade wieder keinen Grund, warum wir sterben sollen, aber das geht in solchen Spielen ja relativ schnell. Genau, Vampirismus ist schon gut, denke ich. Also. Ja. Du solltest eher zunehmend mehr deine HP. Das ist ein Schild. Ausweichen ist immer gut. Ja, definitiv. Ich würde mal den nehmen, ja. Weil Ausweichen ist bei solchen Spielen eigentlich immer ganz geil. Ja. Verbindung mit Lifesteal. Ja. Ich glaube, wir werden nie wieder sterben in diesem Spiel. Meinst du, die Meta, die haben wir langsam erwischt? Ja, wobei, das ist immer mit Vampirismus immer so. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich mir auch nicht. Meinst du? Achso, die kann ich hier auf den Schwarzen platzieren, oder was? Nee. Ja, die solltest du, glaube ich, dann aber irgendwo platzieren, wo du noch gar keins hast. Also sprich, dann da oben in der Mitte. Oder, ich baue wahrscheinlich katastrophal, aber es ist mir gerade egal. Ja. Ich glaube, diese Türmchen, die solltest du da platzieren, wo dein Held vorbeiläuft. Was, ja, habe ich doch. Schwert? Was? Nee. Noch ein Viererschwert bekommen. 14 bis 22 ist aber schlechter als 15 bis 23. Ein Punkt weniger. Ist die Frage, wollen wir mal ins Lager oder einfach noch ein bisschen weiterspielen? Nee, also, bis die Items voll sind einfach. Bis dein Inventar voll ist. Hätte ich jetzt auch gesagt. Oh, ein Kobold. Halt! Oder Goblin. Ist eigentlich auch irgendwo eine Anzeige, der wievielte Tag ist? Das fällt mir schwer, das zu erkennen. Nee, ich sehe das nicht, nee. Guck doch im Stream an der Stelle, aber nee. Okay, der Goblin ist ganz schön krass. Wir haben uns an dem hochgeheilt. Ja, ich sag ja. Es läuft. Ausweichen und Vampirismus, Alter, ich schwör. Dieser komische Ring hat jetzt eine Stufe 5, ne? Ja. Rundumschaden und Angriffstempo 16%, aber wir haben keine Heilung, ne? Also. Wir haben halt keine Heilung, nee, dann, ja. Dann finde ich den anderen nochmal besser, muss ich sagen. Vielleicht kannst du irgendwann noch einen zweiten Finger freischalten. Niemals. Ja, das ach, da genau steht das, Enemy Level 4, das habe ich gesucht. Oben rechts. Ja, oben rechts steht da sowas. Mhm. Ja, doch, ich sehe das. Ausgerüstetes Schild, ja. Überzeugt mich jetzt nicht alles. Ich gehe mal weiter. Das ist halt mal langsam krassere Sachen. Ja, gegen die Goblins ohne Regeneration hat halt keinen Sinn. Ja. Ist die Frage, ob ich die Rüstung hier mal... Ich weiß nicht, ob wir die gleich verkaufen können. Soll ich die jetzt ausrüsten oder lieber hier zum Verkaufen drin lassen? Ich würde die mitnehmen. Obwohl... Ja gut, er hat Vampirismus, ne? Ich zieh mich, ja, also... Alter. Wir sind jetzt bei 23 Minuten. Wir kämpfen mal noch ein bisschen und dann... Wenn wir so bei 30 Minuten ungefähr sind, dann ziehe ich mich mal zurück. Dann können wir in dieser Folge noch... Gucken, wie das mit dem Verkaufen geht und nächstes Mal dann eine neue Runde starten. Ja, klar. Was haben wir hier noch bekommen? Ein Schild. Hey, Verteidigung 11. Aber nee, das andere gefällt mir besser. Inspiriert gerade bei solchen Status. Ja, nach dem Kampf ziehe ich mich mal zurück, auch aufgrund der Partlänge. Ja, ich würde auch. Wir haben vor allen Dingen volles Inventar. Ja, gut, dann ziehe ich mich jetzt mal zurück. Das kann ich hier auf R machen. Das habe ich noch nicht so ganz kapiert. Oder sind das die Dinger, die ich einsammle vielleicht? Ich glaube, das sind reine Ressourcen jetzt gerade, ja. Das sind Ressourcen, ja.
Ich schätze, dass ich die hier verliere, die Waffen, und die Ressourcen gleich habe. Aber wir werden es gleich sehen. Ja, drück mal Y. Du erwirkst jetzt ins Bequemerlager zurückzukehren. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla. Wenn du das verlierst, dann schau vorher nochmal dein Inventar durch. Falls ich sehe es nicht, kann es nicht sehen. Ja, da steht aber auch was mit. Ich behalte nur die Ressourcen und ich verliere. Auch die ausgerüsteten Sachen? Warte mal, du erwirkst jetzt ins Bequemerlager zurückzukehren. Solange du noch kannst. Wenn du dich aus so großer Entfernung dorthin zurückziehst, wirst du allerdings einige... Ach so, ich weiß, was das Spiel von mir will. Wir müssten ja ranlaufen. Ich soll einmal hier in der Runde laufen zu dieser Kiste. Wo ist denn dein Lager? Ich glaube, diese Kiste, das hier, das Lagerfeuer. Ah ja. Okay. Ah, okay. Okay, Vampirismus. Hallo, Victinix. Hallo, Victinix. Hallo. Dann rüsten wir doch nochmal aus, weil die Ausrüstung scheint man zu verlieren. Ja. Ja. Verteidigung. Das ist ja so ein richtig schönes Auto-Battler-Loop-Spiel, Victinix. Mal schon echt ein gutes. Nee, ich glaube, da finden wir nichts. Find uns geht's ganz gut. Wir sind, glaube ich, alle ein bisschen müde, aber. Ja, geht. Frage ist, wenn ich jetzt sterbe, ob ich dann alles verliere oder. Das ist eine gute Frage, ja. Also, noch peilst du das ganz gut aus. Wird zu langsam kritisch, aber. Ja. Lösch mal. Nicht mehr viel, ne? Ja. Immer nur so zwei oder eins. Wie geht's dir denn, Victinix? Bei dir alles fit? Mann, Mann. Ach, guck mal, der Fall immer, das unten rechts fliegt scheinbar aus dem Inventar auch raus. Also. Ja. Was ist mit deinem lustigen Dolch da an der Stelle, dem Vierer-Dolch? Der ist nicht so gut wie mein Schwert, ich hab grad schon geguckt. Alter, der zieht's einfach durch. Wahnsinn. Angst. Langdolch. Wir sind OP, please, Nerf. Nö, das sehe ich nicht. Ich behalte das alles. Ja. Ich hoffe einfach mal gleich ins Lager zu kommen. Was ist das? Jetzt wird's risky langsam. Heilen zu Beginn jedes Tages 3 HP. Das klingt doch erstmal gut. Das sind einfach zu viele Gegner. Ich glaube, wir kommen nicht mal mehr zum Lager. Ich habe langsam Schiss, ja. Das hat sich ein bisschen geheilt. Bei diesen Regenerationssachen verstehe ich nicht, ob man da vorbeilaufen muss, damit das aktiviert wird, oder? Ich glaube, das löst automatisch aus. Ich könnte aber auch falsch liegen. Ich behalte mal die HP-Anzeige im Auge. Du bist bei 108 jetzt. Ja. Wenn ich das richtig lese. Ja, 108. Oh, wir werden sterben. Wir sind tot. Ja, da muss man sich scheinbar zurückziehen. Okay. Das heißt, wir hätten es auch eigentlich zurückziehen können. Autsch. So, bla bla bla, bla bla bla. Jetzt sollte ich mir das hier durchlesen. Oh, die ist ja süß. Jota. Hallöchen. Ich will doch Sachen upgraden. Erstmal musst du durch eine Wall of Text arbeiten. Ja. Okay. Das ist aber wirklich eine Wall of Text, ey. Victinix spricht aber was an, was ich mir auch mal Gedanken machen sollte, Hautarzt, weil ich habe auch zu viele so Sommersprossen und sowas und Muttermale, wo ich mir eventuell auch mal Sorgen machen sollte. Ja, ich sollte auch mal gehen. Und so ein Altersflecken ist das. Ja. Wahrscheinlich, ja. Habe ich auch. Was wollen wir denn mal bauen? Kräuterhütte? Fischhütte? Kräuter. Ist eigentlich eher relativ egal. Was macht's denn? Steht dann doch. Hol eine Lupe und lest. Alter. So schnell können wir das nicht lesen. Ach, ich habe eh nicht die Ressourcen. 0 von 7. Ja, das hier kann ich bauen. Eine Feldküche. Ja, 10% auf die Heilkraft eines des Lagerfeuers schaltet die Karte Bluthain frei. Cool. Okay. Ja, dann mach mal. Aber dann noch jemand, der viel redet. Ja, ist der Koch wahrscheinlich, der Chefkoch. Vermutlich. Und der hat eine Narbe, das heißt, er hat schon Dinge gesehen. Ah, ich verstehe, so funktioniert das. Und die Ressourcen verliert man ja nicht. Interessiert ihr euch für Statistiken? Nein. Okay. Wenn Rikus fragt, hast du zu antworten. Ja, ist richtig, ja. Ach, beim Wichtigsten ist es wegen Pollenallergie, ja. Verstehe. Ja, das habe ich auch. Es geht jetzt auch schon los bei mir wieder. Ah. Ja. Okay. Na je. Gut, würde ich sagen, machen wir für diesen Part mal Schluss und gucken uns das nächste Mal. Bleiben wir mal gespannt, vielleicht haben wir die nächste Karte dann bei der nächsten Runde. Mal gucken. Jo, bis denn. Tschüssi. Tschüss. Jo, tschüss.